Meine Meldung der Woche betrifft diese Woche die Verkehrsministerkonferenz, die vor einigen Tagen stattgefunden hat. Die hat wichtige Beschlüsse gefasst. Gerade in diesen Zeiten, in denen Corona uns alle ja wieder voll im Griff hat und ein Pandemiegeschehen an vielen Ecken viel schlimmer übrigens als bei uns ausbricht. Da war es wichtig, mit den Verkehrsministern darüber zu reden, wie wir auch zukünftig den öffentlichen Personennahverkehr möglichst sicher gewährleisten. Und das heißt auch, dass er nachhaltig, auch wirtschaftlich nachhaltig agieren muss. Deshalb ist wichtig, dass die Fahrgeldausfälle, die wir haben, nicht dazu führen, dass die Verkehrsunternehmen hinterher alle pleite sind und wir keinen öffentlichen Personennahverkehr mehr haben. Dankenswerterweise hat der Bund einen Rettungsschirm mit 2,5 Milliarden Euro aufgestellt, aber auch die Länder müssen ganz erheblich mit eigenem Geld da reingehen, um den öffentlichen Personennahverkehr zu retten. Das alles tun wir, damit auch, ich sag mal, für die Zukunft gewährleistet ist, dass man gerade bei uns im Land mit Schienenverkehr und Busverkehr auch weiter unterwegs sein kann, denn sonst sind viele einfach immobil und das kann ja nicht der Sinn der Veranstaltung sein. Vor dem Hintergrund ist es aber auch, und das wissen wir, wichtig, dass wir Vertrauen schaffen in diesen öffentlichen Personennahverkehr, auch im Hinblick darauf, dass man sich da eben dann doch nicht anstecken kann. Und ich will an dieser Stelle mal sagen, ein Ansteckungsszenario größerer Art im öffentlichen Personennahverkehr ist bisher in keiner Weise nachgewiesen. Wenn man sich also an die Maskenpflicht hält, wenn man auch ansonsten versucht, möglichst Abstand zu halten, wo es geht, aber ansonsten Maskenpflicht beachtet, dann gibt es offensichtlich keine Ausbruchsszenarien im öffentlichen Personennahverkehr. Natürlich wäre es dann hilfreich, wenn parallel dazu nicht Warnstreiks dazu führen, dass wir auf der einen Seite das Geld erstatten für ausgefallene Beförderungsentgelte und auf der anderen Seite diese Warnstreiks dazu führen, dass Menschen ganz, ganz dicht gedrängt in überfüllten Regionalbahnen unterwegs sein müssen. Und deshalb erneuere ich meinen Appell an Verdi in dieser Zeit jetzt wegen Corona auf Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr und im Schienenpersonenverkehr zu verzichten. Und zwar im Interesse der Gesundheit von allen. Man kann über die Streiks insgesamt denken, was man will, aber das bitte wäre doch schön, wenn wir das ernst nehmen, dass das Pandemiegeschehen insgesamt dazu führen sollte, dass wir jetzt nicht im öffentlichen Personennahverkehr noch enger aufeinander rücken müssen. Viele andere Beschlüsse der Verkehrsministerkonferenz, die wir auch initiiert haben, waren, glaube ich, sehr hilfreich. Wir haben ja eingeführt vor einem halben, dreiviertel Jahr den Moped-Führerschein mit 15, mit einer allerdings schwierigen Situation. Hamburg und Niedersachsen haben den nicht eingeführt. Und weil der nur da gilt, wo er auch tatsächlich nicht ausgestellt worden ist, sondern wo die Regelung so ist, dass man mit 15 ihn schon erwerben kann, macht man sich, wenn man eine Fahrerlaubnis mit 15 aus Schleswig-Holstein besitzt, leider ordnungswidrig bzw. sogar strafbar, wenn man nach Hamburg fährt mit dem Moped. Das kann nicht richtig sein, denn wer von Geesthacht nach Bergedorf mit dem Moped unterwegs ist und einen Führerschein bei uns hat, der kann sich nicht in Hamburg strafbar machen. Deshalb haben wir beantragt und auch eine Mehrheit gefunden dafür zu sagen, das muss bundeseinheitlich geregelt werden. Der Moped-Führerschein mit 15 soll jetzt flächendeckend eingeführt werden. Die Mehrheit hat das auch beschlossen, ebenso wie wir für die Barrierefreiheit im Schienenverkehr etwas getan haben, denn wir hatten ja ein Problem hier im Land bei der Anschaffung bestimmter Fahrzeuge, dass da zwar alle Richtlinien eingehalten worden sind, aber die Richtlinie nicht dazu geführt haben, dass Rollstuhlfahrer trotzdem damit gut umgehen konnten. Neigungen von Rampen von 15 Grad sind für einen Rollstuhlfahrer halt nicht zu machen. Der Bund will sich das jetzt ansehen und da auch den Rechtsrahmen gegebenenfalls verändern. Insgesamt also für uns eine durchaus erfolgreiche Verkehrsministerkonferenz. An einer Stelle haben wir uns nicht einigen können. Das ist die Frage des Bußgeldkatalogs und der Straßenverkehrsordnung. Ich sage da auch ganz deutlich, ich bin bereit, da viel mitzumachen, was Verschärfungen angeht, wenn es um die Sicherheit des Radverkehrs zum Beispiel geht. Das Parken auf Radwegen führt immer wieder dazu, dass Radfahrer ausweichen, in den Verkehr ausweichen müssen und dabei Unfallsituationen entstehen. Das wollen wir nicht. Sowas muss man heftig ahnden. Und man kann auch bei Geschwindigkeitsübertretungen höhere Bußgelder durchaus verhängen. Was ich aber nicht mitmache, ist schon bei 21 Stundenkilometer drüber innerorts ständig und überall sofort ohne vorherige Ankündigung Fahrverbote.
verhängen zu wollen. Ich glaube, dass das unverhältnismäßig ist. Denn es gibt nicht nur die berühmten Raser, die wir jetzt alle als Bild im Kopf haben, sondern es gibt auch die Pflegerin im ambulanten Pflegedienst, die mal eben schnell in das eine Auto steigt und von A nach B fährt und dabei vielleicht übersehen hat kurzfristig, dass sie sich in einer Tempo-30-Zone bewegt und dann mal 50 fährt. Und dann soll gleich für einen Monat der Führerschein weg sein. Ich halte das für unverhältnismäßig. Ich glaube, die Grünen müssen da ein bisschen abrüsten. Alle anderen, die SPD-geführten Länder, die CDU-geführten Länder und die FDP-mitregierten Länder sind der Auffassung, dass man zu einem guten Kompromiss bei nicht so strengen Fahrverboten kommen kann. Die Grünen sollten da auch hinkommen.